heute und willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Sydney und Ivy und wir packen heute die Glossybox an. Hallo zusammen. Die Glossybox kam schon vor 2 Tagen und heute erst schaffen wir es, die auszupacken. Und dann kam heute auch noch die My Lady Box. Die packen wir im Anschluss aus, aber ich denke, das werde ich dann erst morgen hochladen. Was Schwarz-Weißes guckt uns an. Day and Night. Oh, ist die schön. Wie angepinselt. Ja, sieht, ne? Sieht aber komisch aus, als ob da Papier dran ist. Aber das ist wie, als wenn er mit dem Pinsel so lang gestrichen wurde. Oh, ist die schön. Guckt mal. Ja. Die ist klasse. Jo. Und hinten drauf geht's auch weiter. Day and Night, das ist das Thema. Day and Night. Sogar das Glossy-Logo ist so ein bisschen erhaben. Das heißt, ist ja voll erhaben. Schön, die Box. Erhaben heißt ein bisschen höher. Ja, hier. Na komm, spann uns nicht so lange auf die Folter. Schön. Schleifchen auf. Oh, ich bin ganz gespannt. So, da haben wir erstmal das Magazin. Auch in Schwarz-Weiß, Day and Night. Ein wunderschönes, cooles Bild. Tolles Foto. Hier, das auch in Weiß. Was schiebst du nicht denn? Ja. Du zeigst halt hoch. Auch in Weiß. Genau, Papier in Weiß und Klebchen in Schwarz-Weiß. Mal gucken, was hinten drauf ist. Ich habe gedacht, da ist schon die Sneak Peek für die nächste Box, ist aber noch nicht. Aufkleber nicht gerettet, aber Seidenpapier dafür. Ja, das ist ein bisschen fester, das Seidenpapier. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als sonst. Oh, ich bin ganz gespannt. Ein rotes Schleifchen haben wir diesmal. Rotes Schleifchen? Eine rote Schleife. Ein rotes Band. Und Werbung für den Adventskalender. Und ratet mal was. Ja, ich habe den schon. Ich habe den mir bestellt. Ja, cool. Nivea Didelea. Nivea. Super. Lea. Ich mache den aber nicht vor der Kamera aus. Auf. Das ist wirklich mein Adventskalender für mich. Und am 1. Dezember geht's los. Und bei mir werden alle Türchen jeden Tag aufgemacht. Da freue ich mich schon drauf. Und der steht auch schon ganz dekorativ bei mir im Schlafzimmer. So, zeig mal hier, was hast du denn hier Schönes? Glatt Styling Primer. Vor dem Haare fixieren. Haarstyling. Stylingvorbereitung. Das ist ja was ganz Neues. Habe ich ja noch nie gesehen. Braucht Mama vor dem Video. Ja, das ist ja was Cooles, um die Haare zu schützen dann wahrscheinlich. Schützende Pflege, glätte Styling und Anti-Friss. Ach cool, mit einem Pumper hier oben drauf. Pumper. Sieht denn jetzt schon aus, mal schnuppern, wie es riecht. Ja. Ich würde sagen, riecht fast wie so ein typisches Nivea-Produkt. Ja. Ach, das ist was Neues. Cool, probiere ich aus. Schön. Dafür hat man ja so eine Box, ne? Also macht super Sinn. Wunderbar. Was ist denn das? Kamerapowder. Ach, eine Linse ist hier vorne drauf. Guckt mal. Invisible Setting Powder. Okay. Bin ich ja drauf gespannt. Hier bin ich ja gespannt. Oh, das sah aber schon schön aus. Was hast denn du da noch? Scheint ja wieder eine ganz tolle Box zu sein heute. Sydney verrät schon alles, ich kann gar nicht gucken. True and Luscious Kamera Powder. Also nochmal, so sieht's aus. Kamera Powder. Ohne Spiegel. Da ist nichts. Ansonsten ist das halt hier so ein Puder, ein sehr kompaktes Puder. Aha. Super, da gucke ich dann gleich mal, was der Preis davon ist. Schön. Jetzt zeig mal her das tolle Teil. Wow. Darf ich das aufmachen? Ich weiß, wie es aufgeht. Warte mal, ich muss mal kurz zeigen. Hast du hier schon wieder Tinte am Finger? Ich habe nämlich jetzt ein Schulkind. Ne? Von Manakadar. Manakadar? Blumenmascara Jet Black. Step 3 Perfect. Ach, guck doch mal. Wie schön geschwungen der ist. Voll cool. Ich weiß, wo er aufgeht.
Ja, hier. Na, dann mach mal auf. Du kennst dich aus, hä? Ein kleiner Beauty-Experte. Oh, der ist total edel. Ja, der hat hier so einen Griff. Wenn man den aufmacht. Oh, aha. Das Bürstchen ist ja auch, auch so gedreht. Kann man das sehen? Ach. Hast du sowas schon mal benutzt? Na, Mascara habe ich auch heute drauf. Aber so eine coole Mascara habe ich noch nicht. Wow. Was ist eine Mascara? Das, was man hier auf die Wimpern macht. Damit die noch schwärzer werden. Voll schön. Na da, was hast du noch? Riddle-Ding-Dong. Von Love. I Tradition Magnetic Gloss Eyeshadow. Sieht mir nicht, lass das mal. Komm mal hier, mein Schatz. Da dreht man. Ich weiß. So, schön vorsichtig. Genau das meine ich. Ist genau. Kaputt gegangen. Ja, komm mal her, gib's mal her. Ich kenne aber mein Kind. Ich krieg das gar nicht auf. Ich mach? Oh, ich kenne einen Trick, Aufreißen oder was? Nee. Mach schön ordentlich auf. So, und dann haben wir noch von Alverde Matt Lipstick 30 Liliac Passion. Boah, wenn es die gleiche Farbe ist wie... Ah, super, nehme ich es gleich. Das ist aber schön. Oh, schönes Bordeaux. So eine schöne Beere. Oh, freue ich mich. Der passt zu mir, den mag ich jetzt schon. Ich nicht. Oh, ist der super. Guck mal, wie schön der aussieht. So, und was haben wir jetzt hier? Habe ich euch den schon gezeigt? Guck mal hier so. Das ist jetzt immer so. Warte mal. Sieht man das so? Oh, jetzt kann man es sehen. Schön. Genau das möchte ich nicht, dass es runterfällt. Neckbadrat. Oh. Was? Ist das bitte? Das ist super dunkel. Was ist und das? Das, was hier. Was? Also, da sind keine Streifen drauf, da sind Wellen drauf. Es sieht aber gestreift aus. Und mir ist schon die Hälfte daneben gefallen, weil es wohl schon auf den Tisch geplumpst ist. Oh. Wo ist ganz. Oh. Oh. Das ist voll dunkel. Ist ein dunkelblau, ist nicht schwarz. Also das lässt sich ganz toll verblenden. Also man sieht jetzt in der Kamera nur so ein Grau. Es ist aber so ein super dunkles Marineblau. Und es sieht hier drinnen viel dunkler aus, als es dann Tatsache auf dem Auge ist. Oh, klasse. Auf dem Haut ist nicht auf dem Auge. Magnetic. Was ist denn da Magnetic? Loose Eyeshadow. Metallic Effect Wet and Dry. Oh. Ist da noch was drin oder kann ich jetzt hier reingucken? Ich muss erst noch prüfen, das ist noch. Nee, ne? Ah, so, als erstes ist erstmal hier die Mascara drin. Von Mana Kadar. Doch, was ist jetzt noch drin? 26 Euro kostet die. Die sieht aber auch aus wie 26 Euro, würde ich mal sagen. Wow, klasse. Mascara. Was ist hier? Das lese ich nachher gleich. So, dann haben wir hier. Oh, ist ja Wahnsinn, das kostet auch 26 Euro, das Puder. Das ist ja schon mal wieder ein mega Wert. Hier haben wir es. 10 Euro kostet das. Ah, gibt es verschiedene Farben. Oh, vielleicht hole ich mir da noch die eine oder andere Farbe. Guckt mal. So viele verschiedene Farben gibt es da. Ich lese mal, kreiere ein ausdrucksstarkes Augen-Make-up mit dem magnetischen Eyeshadow. Seine lose und zugleich samtweiche Textur verschmilzt mit deinem Augenlid. Wähle zwischen zwei Looks, metallisches Finish oder faszinierender Folieneffekt. Der absolute Hingucker und perfekt für lange Tage und Nächte, denn der Eyeshadow bleibt da, wo er aufgetragen wurde. Absolut revolutionär, die Textur wird magnetisch zusammengehalten und bewegt sich im Titel immer wieder in ihr ursprüngliches Design zurück. Also hier ist ja jetzt nun mein Finger drin. Sieht man das so? Müsste dann, gib mal den Deckel her. Müsste dann
sich wieder zurückbewegen, wenn man es schüttelt, oder? Bin ich mal gespannt. Ja, wirklich? Naja, also ist so, wie es vorher war. Vielleicht muss man es dolle bewegen. Will ich jetzt aber nicht. Aber egal, ob magnetisch oder nicht. Also die Farbe ist total schön. Und der gefällt mir sowieso total gut. Mhm. Anwendung. Eyeshadow per Pinsel oder Finger auf das bewegliche Lid auftragen, gut verblenden. Glossy Tipp. Trockener Auftrag ergibt metallisches Finish. Feuchter Auftrag ergibt faszinierenden Folieneffekt. Oh, klasse. Mann, schön. Schön, 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 schön. Genau, und dann hier. Oh, klasse. Ich habe genau den Bärenton, den ich hätte haben wollen. 3 Euro kostet das Ding. Der Stick. Und ich habe genau den ich mir rausgesucht hätte von den 4 Farben. Ja, den. Super, ist ja voll meine Box. Der hat mir am besten gefallen. Ja, der hat so ein tolles Rot. Ja. Oh, super. Die Box auf mich abgestimmt. Da gefällt mir alles. Hier so eine Nagellacke hätte es noch gegeben. Finde ich klasse, dass ich die nicht drin habe. Von Sias hätte es noch ein Shampoo gegeben. Esprit. Oh, ein Parfüm hätte es gegeben. Das habe ich alles nicht drin. Und ein Lash Extension von Chris Farrell wäre noch drin gewesen. Habe ich auch nicht. Finde ich aber auch voll in Ordnung, dass ich das nicht habe. So, das Nivea-Produkt noch gucken. Nivea. Nagelfeile. Bin ich froh, dass ich die nicht drin habe. Was haben wir hier? Judith Williams Kosmetik. Make-up über der Tagespflege. Ah, bin ich froh, dass ich das nicht habe. 3,49 hier das Styling-Produkt. Super. Top-Box. Ah, da habe ich jetzt aber echt einen voll coolen Wert. Da sind wir ja bei 26 und 26. Sind wir schon bei 40, bei 52. Plus 3, 55. Ach, und das Puder. Ein Zehner kostet das. 65. Und hier mein Nivea-Produkt. Oha. Lass das mal bitte. Mhm. 3,50 €. Wo waren wir jetzt? Bei irgendwas mit 60? Ja. 60. Also 65, 66 Euro. Und bezahlt habe ich einen Zehner. Ich habe ein Jahresabo mit so einem Special Code. Ey, tipptopp. Tolle Box. Tipptopp. Lohnt sich. Tipptopp. Lohnt sich. Und den Adventskalender gibt es ja auch ein bisschen günstiger, wenn man den als Glossy bestellt. Ja, super, cool. Also, wenn euch die Box gefallen hat, dann Daumen nach oben. Das ist mein bestes Produkt. Weil es am schönsten ist, mit ne? Mit dem und hier. Ansonsten verlinken wir euch gleich mal die und letzten Unboxings. Unboxings von den letzten Videos. Und bei uns geht es gleich weiter mit der My Little Box. Wie gesagt, die lade ich aber morgen erst hoch. Und das ist was für die Haare. Danke. Und du verlinkst uns jetzt mal bitte die letzten Videos. Hier. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.